Als vorweihnachtlich war das Wetter nicht unbedingt zu bezeichnen, als am 1. Dezember im Tierheim Archinoa in Gotha-Öleben zur Tierheim-Weihnachtsfeier des Jahres 2018 eingeladen war. Über Null lag die Temperatur, die Sonne wechselte sich mit gelegentlichem Nieselregen ab, gemütlich war es nicht unbedingt, aber darauf kam es auch gar nicht an. Freudig begrüßten das Tierheimpersonal und die Mitglieder des Tierschutzvereins alle Gäste. Mitbringsel aller Art waren willkommen. Futter und Sachspenden ebenso wie Geld. Das Tierheim ist auf solche Zuwendungen angewiesen, weil trotz kalkulierbarer kommunaler Zuwendungen die finanzielle Lage permanent angespannt ist. Umso größer war die Freude, dass schon nach etwa einer Stunde der Gabentisch proppevoll war. Zu den ersten Besuchern des Tages zählten Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch und Thomas Fröhlich als stellvertretender Landrat. Auch Konrad Giesmann war gekommen, erstmals nicht als Landrat, denn er befindet sich inzwischen im Ruhestand. Bärbel Bärwolf, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, führte die kleine Runde durchs Tierheim und erläuterte, was an dringenden Aufgaben im kommenden Jahr ansteht. Wir haben ein ganz großes Projekt vor. Wir wollen unsere Zwingeranlage völlig grunderneuern. Die ist schon über 20 Jahre alt und entspricht überhaupt nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Zwinger sind nicht so sehr vor Sonne und vor Regen geschützt. Die sind alt, das ganze Material ist nicht mehr so schön, Verletzungsgefahr besteht. Wir wollen also alles abreißen und wollen das nach dem heutigen Standard, sprich Zwinger, die auch für Gemeinschaftsunterkünfte für mehrere Hunde geschaffen sind, die auch Sicherheitsanlagen und Sicherheitstüren für die Angestellten haben. Und Tierheime, die jetzt neu gebaut werden, da gibt es völlig andere Standards als vor 20 Jahren. Das war ja alles mehr der Not gehorchend. Und genau dieses Projekt wollen wir jetzt anfangen. Es gibt Probleme schon bei der Planung und Firmen zu finden, die also von der Abrissfirma angefangen bis dahin, bis es dann durchgeführt wird. Und es wird sicher eine Riesenherausforderung werden, nicht nur finanziell, sondern auch von der Arbeit für unsere Angestellten, für unsere Leute. Aber wir müssen das in Angriff nehmen, weil es bleibt uns eigentlich keine andere Wahl mehr. Der Vorteil ist im Moment, dass wir nicht so viele Hunde haben. Das heißt, wir können einen Teil der Anlage leer machen, können die Tiere anders separieren und können dann anfangen abzureißen und mit dem Neubau zu beginnen. Wir haben noch keinen Kostenvoranschlag, aber ich denke, es wird sich so um 200.000 bewegen. Wir können einen Teil davon aufgrund einer Erbschaft selbst finanzieren, werden aber möglicherweise dann auch noch Zuschüsse in Anspruch nehmen müssen. Und wir werden mit Sicherheit wieder einen Spendenaufruf allgemein machen, wie wir das schon beim Neubau vom Katzenhaus getan haben, dass wir also mit jeder Spende verringert sich die Summe, die gebraucht wird. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das werden wir mit Sicherheit wieder tun. Besonders Spaß macht, wenn man Tiere vermitteln kann und dann in dem neuen Zuhause sieht. Also Tiere, die hierher kommen, Tierheim ist nicht schön. Ja, und gerade Tiere, die vielleicht schon ein besseres Leben gehabt haben, denen geht es hier richtig schlecht. Und man muss da manchmal auch schon ein bisschen, naja, mit sich selber ringen und auch ein bisschen sehr, sehr viel Vernunft anwenden. Aber zu sehen, wie es dann besser wird, das ist eigentlich schön. Und es ist hier so eine Gemeinschaft auch mit unseren Kollegen, die schon viele, viele Jahre auch mit uns zusammenarbeiten. Es hat mir immer Spaß gemacht und es macht auch heute noch Spaß. Katrin Mattes, die Tierheimleiterin, bat Oskar am Freitag TV natürlich auch vor die Kamera. Bei uns leben gerade im Tierheim 20 Hunde, um die 40 Freigängerkatzen, die bei uns quasi ihr Lebensabend verbringen, weil sie ursprünglich nicht zahm waren, sondern scheue Katzen waren, die nicht vermittelbar sind, die dürfen bei uns bleiben. Und dann haben wir in der Vermittlung noch 45 Katzen von ganz viel älteren Katzen, die auch schon gesundheitliche Probleme haben, bis hin zu etwas jüngeren, die auch gerne ein Zuhause suchen, wo man raus und reingehen kann. Kleintiere haben wir noch ein paar und Ziegen und Schafe. Im Winter haben wir Platzprobleme bei den Hunden, da wir viele alte Hunde haben, die bedingt
durch ihr Alter und durch ihre gesundheitlichen Einschränkungen in die Wärme müssen. Und da sind die Plätze sehr beschränkt bei uns. Der Stellenwert, den wir erwarten, nimmt der Tierschutz noch lange nicht ein. Gell? Es ist ja leider immer noch so, dass die Tiere gerade jetzt in letzter Zeit, um die Weihnachtszeit, sagen wir es mal ganz ehrlich, werden sie ja wie Waren gehandelt. Ne, dann braucht man nur mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, im Internet gucken. Man findet überall Welpen, die man als Weihnachtsgeschenk anpreist, ohne darüber aufzuklären, was das eigentlich bedeutet, ein Tier sein Leben lang ordentlich zu betreuen. Wir haben 9 Mitarbeiter, keiner ist in Vollzeit eingestellt. Wir machen viel ehrenamtlich. Am meisten ärgert mich, dass die Leute denken, wir sind hier nur zum Katzenstreicheln und zum Gassigehen da. Das sind wir nicht. Nein, wir müssen uns auch noch um andere Sachen kümmern. Andere Sachen. Davon gibt es Tag für Tag jede Menge zu tun im Tierheim. Vor allem Hunde ausführen und Zwinger sowie Katzenbehausungen von den Hinterlassenschaften der Tiere säubern. Das Tierheim-Stammpersonal kann dabei auf einen kleinen, aber verlässlichen Stamm an ehrenamtlichen Helfern bauen. Diese Arbeit findet uneingeschränkte Anerkennung bei Gothas Oberbürgermeister. Das Tierheim und der Tierschutzverein für Gotha leisten eine hervorragende Arbeit. Sie sind seit über 2 Jahrzehnten für die Stadt Gotha und für die Region enorm wichtig. Denn Tiere, die von ihren Besitzern weggegeben werden, Tiere, die aufgefunden werden, brauchen auch ein Zuhause. Und deshalb leistet der Tierschutzverein hervorragende Arbeit, auch in der Quarantäne und in der Hygiene mit den Tieren. Die Arbeit des Tierschutzvereins und des Tierheims in Ülim ist unwahrscheinlich wertvoll für die Stadt Gotha. Mit einem Betrag von etwas mehr als 70.000 Euro unterstützt die Stadt Gotha jährlich dieses Tierheim. Und ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Denn wenn die Stadt Gotha das in eigener Regie machen würde, wäre es um ein Vielfaches teurer. Und aus diesem Grunde wissen wir die Arbeit sehr zu schätzen und sind gerne Partner für das Tierheim und den Tierschutzverein. Und hat Knut Kreuch auch ein Lieblingstier? Der Sohn hat einen Hund, die Tochter hat eine Katze und eine Familienkatze lebt noch bei uns. Da schlägt das Herz zwischen Hund und Katze für den Vater. Und ich denke schon, die schwarze Polly, das ist eine ganz süße, aber Sugi, das ist eine ganz pfiffige. Immer wenn ich mal zu Hause bin, kommt sie als Erste und will mit mir schmusen. Zum Schmusen war Ex-Landrat Konrad Giesmann nicht gekommen, aber er brachte eine Spende mit und sagte, warum er auch als Privatmann gern gekommen war. Also die Verbundenheit zum Tierheim ist nach wie vor da und das hat mit dem Landrat eigentlich nichts zu tun, mit meiner ehemaligen Funktion. Ich bin ja in jedem Jahr regelmäßig hierher gekommen und es ist, denke ich mir, auch für jede Privatperson eine Verpflichtung, sich hier mal mit zu engagieren, nicht nur sehen zu lassen, sondern auch finanziell oder ideell etwas zu tun. Und das will ich einfach damit dokumentieren, wenn ich heute da bin, nicht mehr als Landrat, sondern eben auch als Privatperson. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich habe eine Spende mitgegeben und das denke, das gehört einfach dazu. Und gerade die Tiere haben es ja wirklich nicht einfach, wenn man so die armen Kreaturen hier manchmal sieht. Das ist schon, man muss schon nachdenken, um, sage ich mal, auch die eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Von der Seite her denke ich dann immer vor allen Dingen an Lohmann, der zu Silvester immer die letzte Sendung im Jahr, denkt bitte an die Tiere, gerade zu Neujahr und beziehungsweise zum Silvestertag. Das ist für der größte Stress im Jahr und ich hoffe, dass das in diesem Jahr auch ein Stück weit beherzigt wird. Lange ist es nicht mehr hin bis Silvester und alle Tierschützer hoffen, dass dann das direkte Umfeld des Tierheims verschont bleibt von unliebsamen Knallerei. Denn jedes Jahr aufs Neue versetzt der Jahreswechsel die Tierheimbewohner in Angst und Schrecken. Zur Tierheimweihnacht jedenfalls waren die Tierfreunde unter sich und verbrachten ein paar angenehme Stunden zusammen. Der Duft von Rostbratwurst waberte durchs Gelände und drinnen im Warmen lockten selbstgebackener Kuchen und Kaffee. So dürfte auch dieser Tag als gelungen in die Annalen des Tierheims eingehen.